Was geht, Freunde der Außenwelt? Wir switchen rüber und let's rock! Dieses Spiel ergibt mit diesen Regeln keinen Sinn! Warum hast du mich hier so eingeladen? Viele Spiele ergeben mit Regeln keinen Sinn! Ach komm, Foxy, es ist nicht so schwer. Schau, diese Möpse hier können die Apfelwachen töten. Verwandeln die sich aber in böse Äpfel, musst du deine Fliegen plus den Bonus eines gewürfelten Critical Rolls benutzen. Warum gibt es... Genauso hört sich das für mich heute an, wenn mir jemand Yu-Gi-Oh! Erklären will. Ich habe auch halt keinen Bock, die ganzen Karten immer durchzulesen. Würfel und Karten! Bitte hör auf, das Spiel zu hinterfragen. Wieso? Nicht das Spiel hinterfragen, Foxy! Aber... Hör bitte auf! Er hält uns seit Tagen fest und zwingt uns dazu. Es zu hinterfragen macht es noch schlimmer. Wer? Foxy! Wer wagt es, mich zu hinterfragen? Das Spiel! Das Spiel kann sprechen! Ich tue es! Du bist ein schlechter Spiel! Wie kannst du es fragen? Ich bin auf demselben Level wie Uno, Schwarzer Peter, Mau Mau, Untermensch, ärger dich nicht! Davon ist höchstens eins gut! Ist doch eigentlich fast alles das Gleiche. Gut! Man kann eigentlich mit allen Karten auch Schwarzer Peter spielen, ne? Sagst du nur, weil du zu blöd bist, herauszufinden, wie man gewinnt! Am Ende ist es noch so, dass man gewinnt, indem man alle Karten verbrennt und den Tisch umwirft. Nein? Das ist ja ein sehr... Nicht im Ernst. Was? Sei leise! Versuch du doch mal, dir ein neues, spaßiges Spiel auszudenken! Was ist falsch am alten Quartett? Quartett? Das ist das Spiel des Fußvolkes! Dreckige, dumme, unwichtige Bemittler! Einfach umgedreht. Das ist so viel besser. Wer ist bereit für Quartett? Oh nein, jetzt könnt ihr auch noch quatschen! Ich würde mir kein Brettspiel mehr kaufen oder Kartenspiel oder was auch immer, Alter. Ihr solltet ihn mal berühren. Soll das ein Witz sein, Bonnie? Das Ding leuchtet! Ihr werdet es nicht bereuen. Komm schon. Ey, mal ehrlich, was grün schimmert und leuchtet, würde ich auch nicht berühren wollen. Radioaktivität und so? Foxy, wir können ihm vertrauen. Radioactive Man. Ihm vertrauen. Foxy? Ach, gab's ja schon auf dem Mal gesagt. Box an. Na gut. Oh, wow, das ist wundervoll. Das kitzelt an den Ohren. Und an anderen Stellen. Was jetzt? Ihr habt jetzt auch Superkräfte. Toll. Jetzt kann ich deine Dunkelheit. Beste Superkraft, Gedanken lesen. Könnte ich eigentlich. Gut, da könnte man gucken, was die Politiker so denken. Na gut, du musst eigentlich nur umgekehrt denken. Die lügen ja eh alle. Auch hören. Und was kannst du, Bonnie? Ich bin super stark. Oh, das ist wow. So schlecht. Und du liest Gedanken? Was denke ich gerade? An was denkt ihr beide da? Chica, du bist unsichtbar. Ich weiß. Endlich frei. Das war's mit diesem dummen Lätzchen. Bist du wirklich? Oh Mann. Ich glaub, was bringt denn das, wenn du es nicht sehen kannst? Ich bin ein Normalo. Das tut mir leid, Freddy. Vielleicht musst du nur ein Haar von uns essen. Danke, unsichtbare Chica. Aber ich glaube, ich verziehe mich erstmal. What the fuck ist denn da? Ich kann mich teleportieren! Das ist mal geil! Du hast bloß ein Problem, wenn du dich aussehen auf Gleisen teleportierst, wo gerade ein ICE durchfährt. Ja, solltest du vielleicht auf deutsche Bahngleisen machen, die kommen eh zu spät. Wir werden echte Superhelden! Ey, niemand kann uns aufhalten! Ja! Yep, dank dieses Steins seid ihr alle verstrahlt. Siehst, deswegen habe ich am Anfang gesagt, ich würde es nicht anfassen, weil Radioaktivität und so. Die haben es ja voll zerlegt, Alter. Gott. Kannst du das wiederholen? Sieh her! Okay, das kennen wir ja schon. Das werde ich am Ende in Outro verlinken. Ich hoffe, euch hat das Video so gefallen wie mir. In diesem Sinne verabschiede ich mich und bin damit raus.